Hallo und herzlich willkommen zurück zu Catherine und im Beagle. Gott, ich habe hier eine Pause gemacht, weil das letzte Mal zu lang ist. Ich blende mich mal aus und wir drücken Vincent jetzt die Daumen, dass er mit Catherine Schluss machen kann. Hey, what's up with Vincent over there? Just leave him alone. Don't get messed up and all that. Oh, hey, there's something I wanted to tell you. Check this out. Yesterday, I finally became a man. Got rid of my V-card. Boom! Wait, back up. With who? Take a wild guess. It shouldn't be too hard. Erica? Yep, bingo. Sorry I got to her first, man. Seriously? Yeah, but there was Alter, was hat denn mit Erica? You know, I can't really explain it. It's probably just because it was my first time. Maybe, you know, just my imagination, but... So what happened to Johnny? You come here by yourself? Ferrell geht schon... Ja, gut, das Thema möchte weg. Aber yeah, Erica... not coming today. He, dann wird doch nicht seine Ex sein. I see. Kind of weird everyone is tired all the time, huh? Vincent's infected us, damn it. Nee, du. Da ist was anderes am Werk. So you see... I mean, there's nothing wrong with you. So then, there's someone else, isn't there? I've been meaning to tell you all this time, but I couldn't. I had a lot of things on my mind, and then you came along. I guess I was trying to escape reality. Do you like her more than me? Look, I'm sorry. She's someone I really need to hold dear, so... Hold dear? Wait, so does that mean you're already dating her? I'm sorry. Die reagiert ja ziemlich gechillt darauf. Well, what? I don't mind. You don't mind. As long as I'm your number one. What? You Mädchen, was verstehst du daran nicht? We can just go on like we've Nein. been doing. Well, you might not mind. But I do. Why? You want to know why? To be totally honest, she's pregnant with my child. So, I've decided to marry her. You're joking, right? I'm fine with that. I just want to be your girl. Nee, so... Mädchen, das ist krank. No way. I couldn't live like that. I can't see you anymore. Can't see me, but no. Please don't. Who wouldn't cry in a situation like this? This is all my fault. I'm sorry. Ja, aber bei der geht auch kranke Scheiße ab. But there's only room in my heart for Catherine. Look, it was a mistake, all right? Alte Trauermusik. Mistake? I'm not good looking. I don't have any money. So no matter how you spend it, I'm no good for you. You're still young. So you probably just went with the flow. So. It wasn't like that! Look, I know I'm being a real jerk, but we need to end this. I'll do anything else you ask of me. Why? Nein, Vincent, beende es einfach. Anything else? What else is there? I'm going to die. Oh, Mädchen, jetzt übertreibst you du. Stuff like that. Just... Wie alt ist die? 16? Wait! Hey, Catherine, you okay? Nein, sie ist nicht okay, aber sie übertreibt auch. Like I'm okay? Take it back. Warum sollte er? Weil du gesagt hast, du stirbst? I can't do that. Das ist ein Dick-Move. I'm really sorry. I'll do anything. What the hell does that mean? You are really pissing me off! You don't get it. I could do anything you want me to. I'm protecting What? You! Why are you trying to leave me? Boah, ist die krank. Vincent, was hast du dir da angelacht? Yeah, I'm an idiot. Shit. My spleen. Don't you see you're making a huge
Oh Gott, Leute, wenn eine Frau so reagiert, ne, dann hat die andere Probleme. Dude, what's up with that? That was Vincent's voice, right? Oh man, I hope he's okay. But that just means I want to be even less involved. Man, abhängig davon, dass ich glaube, dass Catherine mit der ganzen Sache, dass wir da im Schlaf durch die Hölle gehen, was zu tun hat. Oh. Leute, eine normale Frau sollte so nicht reagieren auf eine Trennung. Vince? Hey, Chief? You all right there, buddy? We're heading home now. What's the story? You staying here? I don't wanna move. Oh. Hi, Erica. Vincent, why don't you go home? You look terrible. I deserve it. Huh? I lied to her. I hurt her too. Und trotzdem war ihre Reaktion nicht normal. You're just gonna have to swear never to do this again. It's not the right thing to do, but just pretend this was a bad dream. You don't have to try and cheer me up. I need to apologize to Catherine someday. This isn't something I can keep quiet about. Look, just don't stress yourself. Just go home early today and get some sleep, okay? Yeah, I'll go after a couple of drinks. Tonight, I think I might actually be able to get some sleep. Toby. Yeah. Ja, das Problem ist, eine Stage haben wir uns ja noch vor uns, nämlich die achte. Sie haben von acht geredet, Leute, von acht. Okay, ich bin jetzt alleine im strömenden Jar. Finally back. Catherine, wait for me. Yeah. Steve was killed. Does that mean the rumor about the nightmares is actually real? Du bist mittendrin, Kumpel. Du bist mittendrin und Catherine hat was damit zu tun. Catherine mit C hat was damit zu tun. I know this is sudden, but here, liquor is usually consumed for the purposes of getting drunk. But some cocktails, one such cocktail, is the Prairie Oyster, made to fix hangovers. The recipe is Worcestershire sauce, tomato juice, vinegar, pepper, and a raw. It's meant to be swallowed in a single gulp, so that the yolk. Who thought this up in the first place? And that was the cocktail trip. Empty? Erica, I need a drink. Take your order. Yay, Whiskey. Whiskey. Mm-hmm. Sorry to keep you waiting. It may be your fault, but what's tough is tough. I'll treat you to a drink. Hope you rest easy. Also, stimm mal auf. Okay. Oh, mit dem Bunny. Would you like to speak to Lindsay? Would you like to speak to me? Ah, ich rede doch gern mit meinen Ladies. I'll tell you a wonderful story. Ja. Over 70,000 people die of unknown causes every year in this country. Only 5% of those deaths become clear after an autopsy. Okay. Huh? These current deaths are part of the remaining 95%. Okay. There are probably more men who are dying in that way than we are being told. Mr. Daniel died this morning. Where's Mr. Daniel? I'm excited for tomorrow. Tomorrow? Mr. Morgan blamed himself. Mr. Todd blamed himself. Mr. Archie, Mr. Daniel blamed himself. Miss Anna blamed. Mr. Justin blamed. But is there any? Ja, aber you got Daniel. 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 Ist das? Ist Daniel der Typ mit dem mit der?
handle the cheating situation. Yeah, but I let it drag on too long. Anyway. To like is to want, but to love is to give. Right? It's easy to want something, but some people find it harder to give something. Are you an amateur psychologist or something? No, no. I'm just the mission. Whatever. Okay. I'm not the only one acting up. This isn't good. I just told her in the beginning I never got... So, jetzt bin ich betrunken genug. I know this is sudden, but here's some trivia about whiskey. Can you spell whiskey correctly? Ja. Actually, whiskey and whiskey are both correct spellings. Ja, das weiß ich. In England, I hear that they spell it differently depending on what kind. Bourbon has a key and scotch has none. These are nice things to know if you want to be very knowledgeable in whiskey. And that was the trivia for... Okay. Empty? You still want a drink? Nope. No, I'm cool. Dann steh mal auf, wir gehen mal zum Fernseher, ob ich rausfinden kann, wer tot ist. Daniel, ich glaube, das müsste der mit der Locke sein, der mit dem, der Adoptierte. Are you alright? You look... Brought this shit upon myself. Ja, das ist true. Okay. I settled things. Wine, women and dice. Those are the three worlds. To reel off a recitation from a... Well, liquor is the close... Yeah. Hey. Continuing on coverage of the mysterious weakening deaths. Anthony Jackson, age 29, has been found dead today. Kenn ich nicht. Steve Dello, age 40. Steve, the sheep in my dreams. The voice on the phone, I think. Daniel Kirsch, age 32. Oh nein, er ist tot. Daniel? Daniel, who used to come here? Oh no, I can't believe this. Shit, ey. That concludes our coverage for now. Now on to the local. We're in for some rain starting tomorrow. Ich wusste, ich habe ihn verloren. Ich mach das aber nie wieder nochmal. Armer Daniel. Hey, geht's dir, Vincent? Ich war heute Nachmittag in deiner Wohnung. Ich dachte, wir könnten endlich mal reden, da ja Wochenende ist. Aber du warst nicht da. Du bist auf der Arbeit, oder? Und danke für deine Nachricht. Wir haben uns wohl einfach verpasst. Danke für deine Nachricht. Ich merke gerade, wie wichtig du mir bist. Ich weiß jetzt, dass du die Nummer 1 für mich bist. Ich merke gerade, wie wichtig du für mich bist. Ja gut, ne? Ich unerwartet cutten. Aber das macht nichts. Wir sind besoffen genug. Niemand ist mehr hier. Wir haben ein Schäflein verloren, den guten Daniel. Da muss ich irgendwas Falsches zu ihm gesagt haben. Bestimmt, als ich das letzte Mal mit ihm unten war. Let me call you a cab. It's okay. I look bad, but I have a feeling I'll be able to sleep well tonight. Wir haben noch eine 8. Etage vor uns, Kumpel. Sorry for causing a lot of trouble. Apologize to the boss for me. See ya. Boah, vor allen Dingen, wenn Etage 7 schon so schrecklich war, wie schlimm kann denn Etage 8 denn werden? I don't know. Oh, okay. Warte mal, was? Wir haben durchgeschlafen? Was? Oh, okay, was? Hat er sich jetzt eingebildet, ja? Oh, I really feel rested. I haven't felt like this in a while. In a while, ja. Das stimmt, aber warum? Wait, I didn't have any nightmares. Does that mean I'm saved? Love,
anybody here home? The hell? Does anyone here want to save big money on their internet access? Yeah, right. Nee, nee, Kumpel, wir wollen so einen Scheiß nicht. Yeah, I was asleep. Oh, sorry, but you weren't answering your phone. We need to talk, okay? We do? Okay. Come on in. What? Huh? Who's that? Ich wusste mit der Stimme was nicht. Oh god, this can't be happening. So you need to have a chat with Vincent, right? Come in, make yourself at home. How about a cup of coffee? What? Mädchen, das ist krank. We are going inside and you're going to tell me exactly what's going on here. So, if I'm not mistaken, it would appear you have another woman in your life, yes? No. She's just... If you're going to make excuses, can you at least look me in the eye? Let me get this straight, then. You got into this even though you knew I was pregnant. With your child. Shit. I gotta fix this fuck up right now. No. That isn't it. So what is it, then? I thought you were acting a little weird recently, but this? It's not what you think. So much is going wrong. You gotta believe me here, okay? Here you go. And two sugars for you. Just the way you like it, Vincent. Alter. Hey, you... So what do you think? Maybe now would be a good time to break it to her, Vince. She's extra baggage in your life, right? I never said that. Alter, wie krank ist die? And I don't want to hear any more of your bullshit. Vincent, honey, you're not really gonna try and play dumb now, are you? After all you've done to my body? What? My... Alter! Pig. If you work hard enough to get something, you'll get it. Don't you think that's true? Well, he worked me hard, and now he's got me. Simple as that. Plus, I'm sure you have no idea of this even, but this one's a wild man in the sack. I don't think you can satisfy him anymore. What are you, damn sick in the head or something? Ja, das frage ich mich auch gerade. Vincent here only needs one thing in this world, all right? And it's sitting right next to him. What? Now take a hint. Das ist exakt das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. You're the one who should be leaving, bitch! Careful, you keep making faces like that and you'll start getting wrinkles, you old man. Oh, ich punch dich gleich, Catherine. Also die mit C. You little whore! Damn it, Vincent! Warum sagt der eigentlich nichts? What can I say to fix this? Can you ever forgive me? You want me to forgive you? How can I? Well, wait a second. I can explain. I will never forgive you! Hey, stop it! Catherine, was tust du da gerade? Catherine? Umbringen ist keine Lösung. Ich meine, ich würde es auch tun, aber umbringen ist keine Lösung. What's the matter?
Looking for this? Hey! Take it easy, will ya? Catherine? Look, just listen to me. Oh, I've already called Gott, it off, but she just stuck in here, Irre okay? Angelacht. Please, you gotta believe me! It's because of you that Vincent's so confused right now! If you'd just go away, he could finally be free! Are you crazy? Don't you run baby. Away from me! Oh, da hat das Catherine mit C erwischt. Catherine! No, is this really happening? Catherine? Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, Leute. Den Twist. What the fuck? Catherine? Look at me. Calm down. Calm down! Just calm down. Everything is gonna be fine. Alter, da liegt eine tote Frau in deinem... Right now. Leave the rest to me. Just do it! But I... Come on! Okay. What is going on? What? No! Holy crap! Wir sind, glaube ich, auf Etage 8 angekommen. That voice. It's her. What is this, Vincent? We have to run. Catherine, follow me! Holy crap, Leute, was zum Fick passiert hier? Ja, wir sind in Etage 8 angekommen. Die Kathedrale nehme ich dann mal an. Das ist unerwartet. Welcome to the cathedral. This final stage requires you and your love to reach the final goal. Oh Gott, ich muss Catherine beschützen. Ich habe schon Probleme, mich zu beschützen. Call your companion to guide her and escape this challenge. Okay. Holy moly, ey. Okay, Oh, wow. Oh mein Gott, die sah mal besser aus. Nicht viel, aber ein bisschen. Catherine has appeared. She's the killer. Ich denk mal, du kommst erstmal alleine zurecht, ja? Denke ich. Shit. Nein, ja, komm doch, das geht. Ja, das läuft eigentlich gerade ganz gut. Ich mach uns ein Wegschätzchen und du folgst mir einfach, ja? Ja, du folgst mir einfach. Bis jetzt ist es eigentlich ganz okay. Was? Oh Gott, oh Gott! Mädchen, komm! Warte mal. Ich muss wissen, wo der Angriff hingeht. Oh Gott, nein, das ist nicht... Oder? Überhaupt ein Angriff? Shit, das ist jetzt schlecht. Oh shit. Ja, das ist. Ja. Ich hab zwar keine Ahnung, wie Catherine da hinkommen soll, aber was soll's? Scheiße, ich hab Catherine zugebaut. Es bringt nichts, ich hab Catherine zugebaut. Alter, ich find's so gemein, wenn ich zurückgehe, dass sie auf der gleichen Höhe ist wie ich.
not the time to be dead. Cat has appeared. It's the killer. Do not die. All right, you got it. Das ist ja noch alles hier easy going. Alright, I got it. Nee. So unumständlich wie möglich machen. You wanna be free, right? Ja, ja, möchte ich, aber. Nee. Ha. Nee, besser nicht. Sonst baue ich uns wieder zu, das muss nicht. Warte mal. Stop right there! Oh Gott, ich muss hier weg. Oh Gott, nein. Warum ist das jetzt anders? Scheiße. Was macht sie? Oh Gott. Du dämliche Scheiß. Biatsch! Komm mal. Hier. You're just his dead weight. Okay, come on. Stop right there. Catherine, oh. Over here. Right, I got him. Ja, Alter, ich hab das schon verstanden, Schizitna. Ich muss auf Catherine warten. Scheiße, ich muss auf warten. Warte, nee, Catherine, bitte nicht. Oh Gott. Bittchen, nee. Geh mir doch mal aus dem Weg. Nein, Captain, geh mir aus dem Weg. Wir sind tot, wenn du mich nicht weitermachst. Nein, sag mir jetzt nicht, die hat sich... Catherine? Nee, oder? Ja, das denke ich mal war's mit Catherine. Warum, Mädchen? Warum bist du da unten stehen geblieben? Was? You wanna be free, right? Edge. Wo ist Catherine? You wanna be free, right? Okay. Warte mal da. Oh, ich muss aber weg. Catherine, she really over here. Dear to you, right there. Was? Warum bist du da unten stehen geblieben, du dämliche Kuh? Oh, Catherine, macht mir... Ich hab... Das ist doch... Macht richtig Spaß, ne? Wenn Catherine nicht tut, was ich ihr sage. Und das tut sie halt einfach nicht. Muss ich jetzt etwa auf sie warten, oder was ist das Thema? Ja, Mädchen, dann komm auch. Catherine, komm, beweg dich. You wanna be free, right? Mädchen, nein, warum gehst du wieder zurück? Oh, wie Catherine mich einfach aufhält, ey, ohne Witz. Ich muss da weg. Warum? Mädchen, warum machst du das? Bist du doof oder bist du... Die ist sau doof. Mädchen, tu mir das doch nicht an. You're just dead weight. Right, I got it.
Beweg dich! Beweg deinen Arsch, Mädchen! Beweg ihn! Bitte. Warum? Ja, schön, dass du jetzt hoch. Geh doch hoch! Nee. Komm ich da nicht. Das bringt mir nichts, ich muss einen anderen Weg finden. Oh, ey, ohne Witz, das Ding ist schon wieder gelaufen, dank Catherine. Du bist so eine dämliche Scheißkuh. Nee, Leute, das ist nicht einfach. Das ist einfach bekloppt. Nicht ich bin das Problem. Catherine ist das Problem. Bei mir funktioniert die Scheiße. Aber ich muss ja aufpassen, dass ich Missy nicht zu weit zurücklasse, weil sonst bleibt sie ja einfach ohne Grund stehen. Ich weiß doch nicht mal, wo sie ist. Catherine, könntest du ein bisschen schneller klettern, du dämliche Kuh? Oh Gott, Mann, das kann nicht sein. Saugeil, muss ich schon sagen, ehrlich. Ey Leute, das ich bin da schon wieder am Arsch. Ohne Witz. Ich bin da schon wieder am Arsch, Leute. Ich bin hier schon wieder am Arsch. Ja, Catherine, lauf doch noch ein paar Mal drum rum, damit wir gar keine Möglichkeit mehr haben, hier wegzukommen. Oh mein Gott! Ja. Ich muss jetzt warten, bis sie durch ist. Catherine! Komm doch! Catherine, bitte! Geh! Dankeschön. Geh doch hoch! Bitte geh hoch! Was ist dein Problem? Geh doch nach oben! Ey Leute, das ist scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.